Hallo Freunde, heute wieder auf Tour. Ich befinde mich jetzt hier gerade an dem Kanuanleger Nummer 1 auf der Lune oder an der Lune. Hier vor mir das Boot habe ich schon aufgebaut. Da ist der Kanuanleger, zeige ich euch gleich nochmal vom Nahen. Wir befinden uns hier an der Straße kurz vor Beverstedt. Hier ist eine kleine Straßenbrücke und hier gibt es, wie man sieht, auch eine kleine Parkmöglichkeit. Hier seht ihr eine kurze Übersicht über das Kanurevier Lune. Wir starten unten rechts heute bei der 1. Die nächste Einsatzstelle ist 5,2 Kilometer entfernt. Das ist kurz hinter dem Otterbiotop. Und da entscheide ich dann, weil doch einiges an Strömung hier herrscht, mehr als ich dachte, muss ich mal schauen, ob ich dagegen anpaddeln kann. Wenn das gut klappt, fahre ich vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter, bis zu 3. Weil ich weiß, zwischen 2 und 3 ist kaum noch Strömung. Ja gut, aber das werden wir sehen. Wo ihr diese Karte auch downloaden könnt oder im Internet findet, schreibe ich euch unten in die Infobox. So, hier, mein heutiges Boot ist wieder das Gumutec Solar. Und hier seht ihr die Anlegestelle. Letzte Stufe, das sind ziemlich große Stufen. Und die letzte Stufe liegt unter Wasser. Naja, mal schauen, wie ich da so reinkomme. So, jetzt geht's gleich los. Ich melde mich vom Wasser wieder. Oberhalb der Einsetzstelle befindet sich gleich eine schöne Rausche, aber wie gesagt, das hier ist wohl dann nicht mehr als Kanugewässer ausgelegt, der obere Teil. Im Sommer soll der auch extrem verkrautet sein. Deswegen, wir paddeln flussab. Ich bin hier nur hochgefahren, um zu schauen, ob ich auch gegen die Strömung ankomme, was tatsächlich hervorragend geklappt hat, mit relativ wenig Kraftaufwand. Ja, jetzt drehe ich und dann geht's auf die Lune Richtung Einsetzstelle 2. Nach wenigen Metern habe ich hier einen kleinen, hübschen Einlauf gefunden. Gut, der Einlauf selber durch ein Rohr sieht nicht so toll aus, aber wenigstens etwas plätscherndes Wasser. Ja, die ersten paar Meter. Ganz okay. Ziemlich schnelle Strömung habe ich wirklich überschätzt oder unterschätzt, besser gesagt. Es ist jetzt nicht so dramatisch und ich kann auch dagegen paddeln, aber ob das wirklich... Ob ich die ganze Strecke nachher zurückpaddel, ich weiß es noch nicht. Ich habe da vielleicht jemanden, der mir behilflich ist. Nach nicht mal 500 Metern habe ich das Gefühl, es wird deutlich breiter wieder. Und natürlich dementsprechend lässt die Strömung etwas nach. Aber ich habe auch heute eventuell eine schöne Mitfahrmöglichkeit. Der liebe Kai von Travel Kai, den YouTube-Kanal werde ich euch unten mal in die Infobox verlinken. Der hat freundlicherweise angeboten, mich heute Nachmittag an einer beliebigen Stelle mich an der Lune abzuholen. Ich fahre hier gerade durch eine offene Wiesenlandschaft. Zumindest sehe ich keine Bäume, die Wiesen sehe ich auch nicht, da das Ufer hier doch gute 1,5–2 Meter hoch ist. So, ich weiß, dass ich ziemlich bescheuert aussehe mit meinem Hut, aber die Sonne brennt hier heute vom Himmel. Da ist mir der Hut lieber als hinterher ein Sonnenbrand auf meiner Halbglatze.
Ja, ich wollte euch kurz noch ein bisschen was erzählen zu der Lune. Die Lune ist von der Anlegestelle Kanuanleger Nummer 1 fahrbar bis zur Wesereinmündung. Die Wesereinmündung ist selbstverständlich ein Wehr, das heißt, da muss man definitiv umtragen. Ist ein ziemlicher Anfängerfluss mit recht geringer bis gar keiner Strömung. Hier im Oberlauf ist durchaus noch Strömung zu merken. Später im unteren Verlauf wird die Strömung immer geringer, die Lune wird immer breiter. Ist auch perfekt für Anfänger geeignet, wie gesagt, keinerlei Schwierigkeiten, außer eine, die müssen wir uns gleich mal anschauen, die kenne ich auch noch nicht. Und zwar zwischen der Anlegestelle 1, wo wir gestartet sind, und dem Kanuanleger Nummer 2 befindet sich eine Eisenbahnbrücke und darunter soll sich eine Sohlschwelle befinden, die nicht fahrbar ist und die man nicht umtragen kann. Das heißt, dort muss man das Boot überheben. Wie das funktioniert, na, ich denke, schauen wir uns mal gemeinsam dann später an. So, ich paddel mal ein bisschen weiter und bis später. Ja, ich sehe die Rausche. Hier seht ihr die Sohlgleite unterhalb der Eisenbahnbrücke, bei dem heutigen Wasserstand problemlos fahrbar. Lediglich ein-, zweimal ist meine Finne kurz aufgeditscht. Ja, schön. Brauchte ich jetzt nicht mal mehr aussteigen. So was, und dabei ist mir warm. Diesen oberen Teil der Lune bin ich bisher auch noch nicht gepaddelt. Bisher bin ich nur bis zur Kanuanlegestelle Nummer 2 gekommen. Und knapp ein bisschen weiter noch, aber nicht bis zur Anlegestelle 1, da ich diesen oberen Teil, das Oberdrittel im Hochsommer gefahren habe. Und da war der Wasserstand sehr, sehr flach. Da bin ich dann freiwillig umgekehrt, weil irgendwann macht es dann einfach, das war kurz hinter dem Otterbiotop, da hat es dann einfach keinen Sinn mehr für mich gemacht. Deswegen bin ich da umgekehrt. Und heute schließe ich quasi die letzte Lücke auf der Lune, indem ich jetzt ja bei dem Kanuanleger Nummer 1 gestartet bin und ich fahre jetzt zum Kanuanleger 2. Wenn ihr mehr Informationen zu Lune haben möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde dann mal auf meiner Internetseite www.schuhundpaddel.de werde ich dann einfach mal die Details der Lune auflisten und euch auch die Seiten verlinken, wo ihr zum Beispiel die Kanukarte runterladen könnt. Okay, Kai, du hattest recht. Dieser obere Abschnitt ist tatsächlich bisher der schönste Abschnitt der Lune. Hier gibt es mal Schatten, hier muss ich eine kurze Pause machen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen überrascht, wie schön doch tatsächlich der obere Lauf der Lune ist. Wie gesagt, ich kannte bisher nur den unteren Teil Richtung Weser und da ist sie schon sehr, sehr breit, so gut wie gar nicht fließend. Was mir jetzt allerdings noch zu meinem Glück fehlt, das wäre jetzt ein Otter. Habe ich aber bisher noch nicht gesehen.
Ich bin jetzt angekommen am Otterbiotop. Hier unten eine kleine Anlegestelle, die allerdings, wie ich aus der Vergangenheit weiß, nur bei ausreichend Wasserstand zu befahren ist. Sehr flach, leider auch sehr schlammig. Das heißt, im Hochsommer, wenn der Wasserstand 10, 15, 20 cm niedriger ist, kommt man hier kaum noch hin und muss irgendwie über den Schlamm rutschen. Das ist keine schöne Angelegenheit, habe ich aber auch schon gemacht. Aber heute war es schön einfach. Man kommt direkt an den Anlegesteg. Hervorragend. Ja, hier der Blick von einem der Aussichtstürme im Otterbiotop. Einmal auf die Lune flussab. Die Lune flussauf ist kaum zu erkennen von dieser Seite, weil sehr viele Büsche und Bäume. Und links befindet sich das Otterbiotop. Hier gibt es auch einen kleinen, kurzen Naturlehrpfad. Wie man hier sieht, fängt er hier vorne an oder endet hier vorne, je nachdem von welcher Richtung man kommt. Und geht dann, weiß ich nicht, 400, 500 Meter hier weiter. Hier seht ihr eine Infotafel, was es hier alles so zu sehen gibt. Hier ist der Turm, wo ich eben gerade drauf stand. Dort unten ist die Kanuanlegestelle. Und hier führt ein Naturpfad quasi lang, ein Lehrpfad mit Schautafeln. Ja, da vorne sind Leute, das heißt, ich werde die Kamera erstmal ausschalten, aber nachher geht's weiter. Hier wieder eine Schautafel, der Bisam. Es ist ein sehr schöner Holzbohlenweg, den man hier entlang gehen kann. Vorsicht bei Sonne, so wie heute. Ich hätte mir doch meine Schuhe anziehen sollen. Ich laufe barfuß. Das Holz ist ganz schön warm geworden mittlerweile. Heieieiei, ich muss schneller gehen. Ist das heiß, das Holz. Puh. Geschafft. So, von diesem Turm hat man einen wunderschönen Blick über dieses angelegte Biotop. Dieses Biotop ist übrigens eine ehemalige Kläranlage. Also schon erstaunlich, was man aus einer alten Kläranlage noch alles so machen kann. Und hier noch ein kleiner Hinweis für alle, die es offensichtlich immer noch nicht ganz begriffen haben. In diesem Kasten kannst du sehen, wer für den Schutz der Natur verantwortlich ist. Das ist jeder selber. Also achtet auf die Natur, lasst kein Müll liegen und benimmt euch draußen anständig. Und sogar laute Musik muss nicht immer sein. Hier geht es jetzt wieder zurück zum Kanu und wir paddeln noch ein bisschen weiter. Kurz nach dem Otterbiotop befindet sich der Kanu-Anleger Nummer 2. Wieder die übliche Stufenkonstruktion. Je nach Wasserstand, irgendeine wird schon passen. Ja, hier geht es unter der Straßenbrücke durch und weiter geht es dann zum Kanuanleger Nummer 3. Unterhalb der Einsatzstelle Kanuanleger Nummer 2 lässt die Strömung immer mehr nach. Hier ist kaum noch Strömung zu verspüren. Die Lune wird zunehmend breiter, nicht unbedingt flacher, aber breiter. Und ja, ich weiß nicht, geht es euch eigentlich auch so? Je breiter der Fluss oder das Gewässer ist, auf dem man paddelt, desto langsamer kommt einem das vor.
Ganz besonders auf den Seen in Schweden, da denkt man manchmal, ich stehe und bewege mich gar nicht vorwärts. Und so ähnlich ist es auch hier auf den Flüssen. Je breiter, desto langsamer hat man das Gefühl, vorwärts zu kommen. Hinter mir befindet sich noch mal ein größerer Abzweig, der führt aber, glaube ich, nicht so sehr weit rein. Also ich glaube, so weit wie man gucken kann, und da hinten hört er dann laut Maps und sowas direkt auf. Von dort bin ich gekommen, die ganze Zeit über Wiesen. Die Sonne steht zu hoch, hier hat man jetzt gerade überall Sonne. Und in diese Richtung geht es weiter. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Ich bin gerade im Schatten geflüchtet unter einer Brücke. Ich bin kurz vor dem Kanuanleger Nummer 3 an der Lune. Da werde ich dann tatsächlich für heute Feierabend machen. Erstens, meine Arme und meine Beine werden langsam rot. Ich habe mich nicht genügend eingecremt. Es ist sehr warm. Außerdem werde ich so 15:30 ungefähr kann ich abgeholt werden. Und ich bekomme heute Abend noch Besuch. Das war eine kleine Tour heute. Es werden insgesamt am Ende knappe 9 Kilometer sein. Vielleicht auch 10, schaue ich nachher nochmal nach. Ansonsten würde ich sagen, es war schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like und einen Kommentar und, ihr kennt das ja, würde ich mich wirklich, wirklich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Ganz vergessen, noch ein kleines kurzes Fazit zu diesem Luna-Abschnitt zwischen dem Kanuanleger 1 und dem Kanuanleger 3, wo wir jetzt gleich ankommen. Die Strecke zwischen Kanuanleger 1 und Kanuanleger 2 ist sehr schön. Das ist der schönste Teil der gesamten Lune. Danach wird die Lune immer breiter, so wie hier auch. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier ist sie schon ziemlich breit. Hier hat sie auch keine Strömung mehr oder so gut wie keine Strömung mehr. Im Oberlauf ist es viel, viel schöner. Aber hier zwischen jeder Kanu-Anlegestelle zwischen 2 und 6 kommt man auch wieder zurückgepaddelt, weil die Strömung so gering ist, dass es wirklich kein großartiger Aufwand ist, gegen die Strömung zu paddeln. Das sieht zwischen dem Kanuanleger 1 und 2 anders aus. Da ist schon noch deutliche Strömung zu sehen und zu spüren. Das ist da nicht so einfach. Aber dafür landschaftlich, naturreich, viel schöner als der untere Lauf. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. So, da haben wir ihn erreicht. Kanuanleger Nummer 3 an der Lune. Hier beenden wir jetzt die heutige Tour. Und dann würde ich sagen, macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.